Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity Season 3, Städte der Zukunft, weiterhin mit Jan. Willkommen zurück. So, dritte Folge oder vierte Folge? Zwei. Soll die vierte sein, ja. Müsste die vierte sein, ne? Dann gehen wir natürlich wieder rüber zu Jan und besuchen ihn. Ja, wir haben uns gerade über den Sendeplan so ein bisschen unterhalten, wo wir gerade so eine kleine Pause gemacht haben. Kleine Pause. Du hast dir was Süßes geholt, ich bin eine rauchen gegangen. Da haben wir uns gerade überlegt, wie wir den Sendeplan machen. Der Sendeplan wird sein dienstags, donnerstags und samstags. Also dienstags eine Folge, Donnerstag eine Folge, Samstag eine Folge. 16 Uhr kam sonst Battlefield, also 16 Uhr kommt dann auch SimCity. So habt ihr um 16 Uhr entweder Battlefield auf Montag, Mittwoch und Freitag und dienstags, donnerstags, samstags habt ihr dann SimCity Städte der Zukunft Season 3. Ja. Hört sich nicht schlecht an. Klar, wenn wir bei diesem Projekt merken, ey, das ist wahnsinnig, das läuft richtig gut, dann bin ich sogar der Meinung, wir hauen jeden Tag eine raus. Aber wir gucken erstmal, was ihr allgemein davon haltet. So, hier unten sieht man Jan sein Windkraftwerk, was er wirklich ausgeschaltet hat und nimmt jetzt nur Strom von uns. Hier oben hat er schon sein Erzbergwerk und Kohlebergwerk. Hier unten hat er seine Müllhalde gebaut. Dann hat er auch schon das progressive Büro da drin. Also der Sexclub. Eine Kirche hat er schon gebaut. Ja, eigentlich extrem schon viel gebaut. Muss man ganz ehrlich sagen. Schnell hat Jan gebaut. Jan hat nur Kacke-Problem bei mir. Really? Zumindest in der Anzeige, jo. Ja, geht. So, also schnell baut Jan. Massen. Tut mir leid. Jan will Millionen machen und dann eine nächste Stadt bauen. Ich weiß aber nicht, wie man langsam baut. So, jetzt gehen wir rüber nach Geige. Echt so, Schatten. Alles aufgebaut, der Geige. Hoch Nautilus. Der hat seine Stadt auch noch nicht benannt. Zumindest wird es mir nicht angezeigt. Der Geiger hat gar nicht weiter. Doch, der hat weiter gespielt. Hier unten ist die Stadt. Dann hat er hier einen Tempel hingesetzt. Da hat er ein bisschen Industrie. Aber viel hat er jetzt nicht weitergebaut. Polizeirevier hat er schon gebaut. Oh ja. Polizeifeuerwehrkrankenhaus. Aber ein Polizeirevier ist ganz schön teuer, finde ich, das Große. Achso, das Große hat er schon. Ja. Ja, dann. Hat er gleich ziemlich rausgehauen. Hier hat er wieder einen Tempel gebaut. Ja. Ziemlich sortiert alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Ziemlich sortiert. Er hat zwei Städte in dem Sinne gebaut, zwei Stadtabteilungen. Bin ich mal gespannt, wie sich die Stadt zum Ende hin entwickelt. So, ab nach Hause. In die Stadt, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr werdet mir wahrscheinlich schon einen Namen genannt haben. Da werden wir uns natürlich dann weiter drüber unterhalten. Und ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, ob wir uns vielleicht Themen raussuchen sollen, über die wir uns ausgiebig unterhalten sollen. Oh ja. Müsst ihr euch dann selbst entscheiden, ob ihr das haben möchtet oder nicht. Ich glaube, diesmal baue ich das hier nicht so. Weil dann hätten wir wieder überall die gleiche Kreuzung, oder? Dann würden so viele links, so viele rechts abbiegen. Bin eher der Meinung, dass wir auf diese Seite eine Autobahn nach oben bauen müssten. Puh, das wird aber kostspielig. Ich muss sagen, Geiger hat aber echt einen schönen Platz erwischt. Zum Bauen? Ja. Generell auch so die Aussicht darüber. Ja, die Aussicht und so da drüben hin, das ist wirklich schon ziemlich pervers. Da stimme ich dir zu. So. Japanischen Tempel hat er gebaut, okay. Ja. Das ja, die Dinger wollte ich auch noch bauen, aber ich bin gerade überlegen, wo die Scheiße war. Unten. Spezialisierung. Dann. Kultur. Und dann ach, da, Andacht. Ja, ja. Genau, und dann Andacht, so war's. Ich nehme den modernen Tempel.
Dann hat jeder was anderes genommen. Ja. Bauen wir einen da. Und einen da. So, dann haben wir zwei moderne Tempels. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Krankenhaus haben wir immer noch leichte Probleme. Wir haben immer noch 6 Tote pro Tag, weil das Krankenhaus voll ist bis unter den Arsch. Dann werden wir mal beigehen und werden das mal vergrößern. So. Jetzt haben wir nämlich auch keine mehr in der Warteschlange. Sondern 18 von 25. Mal gucken, ob wir das jetzt ein bisschen unter Kontrolle kriegen hier mit den kranken Patienten. Jetzt kommen nämlich auch hier ohne Ende schon wieder angelaufen. Ja, leck mich an die Füße, Alter. Schon wieder eine Warteschlange. Heieieiei. Heieieiei. Hier könnte man eigentlich noch eine Straße miteinander verbinden, oder? Nur weil die Leute, die alle von hier sind, abkürzen nach oben hin. Die Idee wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Machen wir mal so. So, und als nächstes möchte ich einen Bus bauen. Brauchen wir aber 20.000 für. Ja, hier ist ja Polizeimeckerei mit Sicherheit. Ich sage es nur ungern, aber diese Kriminalität wird hier langsam zum Problem. Ich denke, es ist an der Zeit, eine Polizeiwache zu investieren. Mache ich. Später. Ja. Machen wir denn die Polizeiwache überhaupt? Habe ich die überhaupt noch gar nicht gebaut? Ja, dann haben wir wirklich ein Problem. Dann, ja. Ich habe noch keine Polizeiwache. Wir zahlen mal einen Kredit zurück. Und nehmen uns mal 100.000 auf. Dankeschön. So, dann können wir nämlich jetzt hier mal Polizeiwache bauen. Setzen wir die hier so hin oder nach da oben? Schwere Entscheidung. Oder mitten in den Kreisel. Hier genau hin. Zack. Jetzt geht's los hier. Ohne Hemd und ohne Gurt. Einfach kurz. So, jetzt können wir nämlich auch die Bushaltestelle bauen. Die soll... Ach, scheiße. Funktioniert nicht. Na gut, dann kommt die hier oben ins Industriegebiet. Da kommt die hin. Jawohl. Die werden wir jetzt auch gleich etwas vergrößern. So, dann hätten wir gerne die Haltestellen. So, alles abgedeckt. Nee, hier müssen wir noch. So, genau so muss das. Ein bisschen hier. Das auch unterwegs. Wie sieht es allgemein mit meinen Mülltonnen aus? Mülltonnen? Ja, müssen wir mal... Kaufen wir mal noch ein Fahrzeug dazu. So, 23.000, 25.000 haben wir noch. Dann würde ich sagen, wir vergrößern das Kohlebergwerk natürlich nochmal. So. Und gleich, wenn es Geld gibt, dann vergrößern wir es nochmal, weil das ist zurzeit unsere Haupteinnahmequelle, würde ich mal sagen. Ich würde gerne lieber so ein Fahrzeug da noch hinsetzen. So. Da kippt der die Kohle ab. Hier fahren die LKWs dann hin. Da könnten wir dann ruhig noch etwas mehr gebrauchen. Da sind jetzt nichts mehr drin.
Kriegst du noch Strom? Ja. Sehr schön. Wasser habe ich minus. Das ist nicht so schön. Jetzt nochmal noch ein, zwei hier hin. So, dann haben wir nochmal zwei Wassertanks gebaut. Sollten wir auch wieder Pluswasser haben. Das ist auch sehr schön. So. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Schulproblem. Das ist ja altbekannt. Schulproblem gibt es immer. Hauptsache, man hat Schule. So, das hätten wir, das hätten wir. Jetzt will ich gerade überlegen, was ich so als nächstes anstrebe. Ob ich anstrebe, die Kredite zurückzuzahlen und den ersten Megaturm zu bauen. Wäre schon ziemlich geil. Naja, ich müsste eigentlich die Akademie auch bauen. Erhöht die Grundstückspreise für die obere Einkommensschicht, erhöht die Technikstufe der maximale Kontrollnet. Unterhalt 5 Wohngebiete der oberen Einkommensschicht. Okay, deswegen kann ich die Dinger gar nicht bauen. Obere Einkommensschicht, ja, das könnte man hier ungefähr hinsetzen, Leute. Gefällt mir nicht ganz so gut. Und ich müsste die Straßen einfach updaten, dann würden wir auch viel mehr Einwohner noch bekommen, weil die sind mit Sicherheit schon bereit zum Aufstieg, ja. Aber die Straßen updaten, das wäre natürlich jetzt... Boah, dann bricht hier die Katastrophe mit Sicherheit aus, Alter. Puh, aber wir werden das jetzt machen, weil uns so langsam die Kohle ausgeht. Zack. Zack. Na, schon mal zwei geupdatet. Weil mir geht so langsam das Geld aus. Ja, und dann bleibt ja nur eins mehr Leute, ne? No. Details. 474 Arbeitslose. Scheiße. Was haben wir denn schon am Pendler? Ah, noch gar nichts wahrscheinlich, ne? Ne. Oder? Oh, du schickst Sachen zu mir. 1751 Versand von Bestellungen hast du zu mir geschickt. Das ist ganz schön viel, Alter. Ich produziere auch zu viel. Okay, von Geige kommen Leute zu mir zur Schule. Mit der Eisenbahn. 550 Schüler fahren von Geige zu mir. Alter, und 1394 Schüler von dir. Alter, was wollt ihr alle bei mir? Hey. Also eine Schule, ne? Wenn ich Uni bauen kann, dann kommen alle zu mir. Oh, und hier Ultra kauft Strom von mir. Ja, ist klar. Nein, passt schon. Nein, das ist aber schon hart, oder? Ja. Kein Wunder, dass meine Schule nicht reicht, Alter. Ihr müsst erstmal hier Steuern an mich abdrücken hier. Schulsteuern. Jeder 1 Million. Pro Stunde. Ja. Ja, dann baut selber eine Schule. Nein, Schatz. Aber ist doch schon übel, oder? Und du kannst es ja nicht mal entscheiden. Ich kann ja jetzt nicht mal draufdrücken und sagen, ich will das nicht. Sondern die kommen ja einfach zu mir. Ja, die sagen, ne? Pech, hast du jetzt ein paar Schüler? Genau. Oh nein! Tornado! Gehst du um zum Kohlekraftwerk, Alter? Ich fick dich. Ja, ich steck dir mein Ding in deinen Strudel, Alter. Ne, der weht da auf der offenen Fläche rum. Wedelt. Ja, er wedelt, aber richtig derbe, Alter. Na, du gehst jetzt hoch zur Industrie. Hau ab! Verpiss! Ist weg. Rein ab. Ja, hab ich auch. Straßen haben wir jetzt auch geupdatet. Ich glaube, ich baue schon mal die erste Eisenbahn. Warum? Ja, ich baue auch gleich Eisenbahn. Also das steht auf jeden Fall fest. Auch Verkehrsabteilung. Echt? Kannst du irgendwie updaten oder so? Nein. Wir haben bis jetzt die Sicherheitsabteilung, die Versorgungsabteilung und die Finanzabteilung.
Tourismus, Verkehrsabteilung und sowas haben wir leider noch nicht. Klasse, ne? Mhm. Meine Kohle schwindet, Leute. Ich werde mal den Export stoppen mal wieder. Lokal halten. Dankeschön. So. Da kommen LKWs angestrudelt. Strudel, Strudel. Ohne Ende Fußgänger. Auch nicht schlecht. Hier sind auf jeden Fall von 8 bis 10 Uhr 200 Leute drin gewesen. Von 20 bis 22 Uhr 0. Ja, ist ja auch klar. Wir haben ja auch noch keine 20 Uhr. Wir brauchen die Lieferungen lassen. Ja, das ist jetzt klasse, Alter. Meine Industrie fängt an rumzuspacken, weil du wieder da mega viele Industrie gebaut hast. Kannst du deine Industrie abreißen? Ja, und dann mache ich kein Geld mehr. Ich schicke dir aber trotzdem Versand. Das ist ja Bullshit. E-Mail sag mal so. Teilzentrale. Verfügbar. Ich das läuft, Leute. Jetzt muss ich echt überlegen, wie wir weiter vorgehen. Eigentlich habe ich gerade ziemlich alles hier in Butter. Ist hier gerade. Nur meine Häuser updaten sich nicht. Gar nicht. Ich kriege die Dichte nicht hoch, Jan. Bei mir bleiben wir auch irgendwie so hängen. Ja, bei mir auch. Genau das Gleiche. Vielleicht einfach weiterspielen. Vielleicht explodiert das noch einfach. Explosion, Moody! Riesenhaus. Oh, cool. So. Restlichen Kredite zurückzahlen? Ja, ich fange jetzt auch gleich an und zahle Kredite zurück. Also einen ist er jetzt schon weg. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen Geld sparen. Dann kriege ich den zweiten auch weg. Dann habe ich noch den einen mit 99.000. Aber ich bin ja am Überlegen, den ersten Megaturm zu bauen. Wäre ja schon ziemlich nice, ne? Ja. Außerdem will ich so meine Arbeitslosen wegkriegen. Und ich hätte ziemlich früh den Megaturm. Ja. Aber einen Bahnhof könnte ich eigentlich auch gut gebrauchen, Alter. Aber wir bräuchten Züge. Straßenbahnen könnte ich auch. Boah. Schwebebahn wäre natürlich ein absoluter Traum. Hm. Brauchen wir denn hier für Akademie? Ja, Reiche brauchen wir, reiche Menschen. Ficken. Ja, ich bin jetzt gerade dabei und konzentriere mich da drauf. Oh, reiche Leute. Uns, wenn wir gerade wieder ein bisschen Geld reinkriegen, dann können wir die Straße zu Ende machen. Dann machen wir hier oben so ein... nach hier hin und nach dahin erstmal so ein paar Reiche. Und dann sollte das eigentlich schon ganz gut funktionieren. Die Musik ist mega laut, Alter. Mal ist sie voll leise, dann ist sie wieder voll laut. Kriege ich wahrscheinlich sowieso wieder Schwierigkeiten, bis der Arzt kommt, das weiß ich jetzt schon. So, was mir als nächstes mal fragen kann. Die Feuerwehr besser dahin, Leute. Na komm. Gib mir ein bisschen Geld. Handelsdepot ist schon wieder voll, Alter. Meine Bergwerke sind auch voll, Alter. Verkaufen. Hallo. Hallo. Ja, bei mir ist die Kohle auch voll. Aber er liefert nicht die Kohle ins Kraftwerk. Deswegen warte ich jetzt einfach. Das ist ja keine Ahnung, was los ist. Das ist. Ja, ganz einfach. Es ist halt ein bisschen buggy und das Spiel wird komplett ignoriert von EA. Fertig. Ja, der Geschichte. Ganz einfach. Bürgermeister! Die Klassenzimmer! In Punkt, Punkt, Punkt sind alle randvoll. Wir brauchen mehr Klassenzimmer. Herr Lehrer! Und Lehrer heißt es. Ich weiß, Herr Lehrer. Ich bin der Lehrer. So, wir brauchen aber erstmal ein bisschen Kohle, wir müssen hier ein paar Parks hinsetzen später, dann ein bisschen die Reichen hinsetzen. Wir haben jetzt noch einen Kredit von 9.000, wenn wir einen aufnehmen, kriegen wir 100.000, ich bräuchte zwei, dann hätte ich 100.000. Wir machen jetzt erstmal für die untere Schicht 12 Steuern, für die mittlere 11 und für die Reichen nehmen wir 10. So, dann sollte das eigentlich
in die Reichen Meer ausweiten später. Denke ich. Ja. So sollte das schon ganz okay sein. Kredit 11.000, Kredit 100.000, okay. Das Lager ist immer noch proppenvoll. Da ist auch schon wieder 9.8 drin. Oh, jetzt ist das Kohlekraftwerk voll. Jetzt gehe ich wieder auf Dingens, Export, Tschüssikowski. Und jetzt fährt gleich der Hans Köttel los und bringt die Scheiße weg. Hans Köttel, steig in deinen LKW. Der steht doch da drin, da steht er. Oh, da wird er voll an. Hans Köttel wird voll an, da ist er. Zack, da bringt er die Kohle weg, ey Gott. Seht doch, 10.000 sind schon mal weg. So muss das sein hier, ne? So läuft das rund. So, letzten Kredit zurückzahlen hier. Vorletzten Kredit. So, haben wir auch. Baue ich jetzt den Megaturm oder lasse ich es noch sein? Oder baue ich, konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die Reichen? Brauch gleich ein Reichen zum Bauen. Ja, weil eigentlich ist es schlauer, in meinen Augen immer die Reichen nur in den Megaturm zu klatschen. Weil dann haben die ihre Arbeitsplätze da drin und alles. Ob das an dem wirklich ist, weiß ich nicht. Werden wir in dem Sinne sehen. Aber wir sagen erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht, wenn ihr mitspielen wollt, schreibt den Ultra-Tempo an, großes U, kleines T oder den Glabur. Und dann, also mich in dem Sinne bei Orange anschreiben. Dann werden wir euch adden, dann werden wir euch einladen, bitte wählt euch dann eine Stadt aus und dann ist die Sache auch schon in Ordnung, ne? Denkt dann, ist unsere Season 3, wir spielen entspannt, SimCity, nicht mit Stress oder geschweige irgendwas anderes, werden euch ein bisschen Scheiße erzählen, so wie das sein muss, ja, so ist das richtig. Daher sagen wir vielen, vielen Dank fürs, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, wir hören uns auf jeden Fall morgen in alter Frische wieder, bis denne, ciao, Lowey. Tschüssi.